Ja, die Gemeinschaft hier im Luisenviertel wird natürlich geprägt durch eine Vielzahl unterschiedlichster Gastronomie, durch inhabergeführte Geschäfte. Das macht es aus. Wir haben hier ein Mischgebiet. Das heißt also, wir als Gastronomen müssen natürlich ein Miteinander mit auch den Bewohnern finden. Und somit ist es ein Nehmen und Geben. Und alljährlich haben wir das schöne Luisenfest, dies Jahr am 10. Juni 2018. Das ist der Höhepunkt der Saison und wird veranstaltet von der Interessengemeinschaft der Luisenstraße. Und Teilnehmer sind reine Privatleute. Es ist ein, man kann sagen, privater Flohmarkt. Weil es so jung und pfiffig und gemischt ist. Ne? Also ganz viele Studenten kommen hier hin, aber auch durchaus ältere. Und ich habe nach einer Location gesucht, die halt wo Veranstaltungen dann irgendwie. Ja. Und es geht hier los mit Musik, ja, aller Art, ja, von Rock, Western, afrikanisch, über halt traditionell indisch. Und hinzu kommen dann Diskussionen, wie Obata spricht. Ja, das ist ein politisches Format, wo man dann über aktuelle Themen, über aktuelle Probleme in der Stadt auch spricht. Ausstellungen, ne, von Künstlern, Ostwuppertal, aber auch mittlerweile von Leuten, die außerhalb kommen.